Kontaktreduzierende Maßnahmen und Impfungen haben es geschafft, dass wir den R-Wert unter 1 drücken. Die Pandemie ist quasi wie ein prall gedrückter, gefüllter Luftballon, den wir zusammen unter der Wasseroberfläche halten. Und das tun wir gemeinsam mit diesem Kraftakt, den wir seit vielen Monaten durchhalten. Wenn wir jetzt schlagartig alle Maßnahmen aufheben würden, dann wäre der R-Wert erstmal wieder bei 4. Durch die Impfung mit dem jetzigen Stand würde er um 20% gedrückt. Das heißt, der resultierende R-Wert wäre dann bei 3,2. Das heißt, dass von 100 Infizierten wiederum 320 angesteckt würden und diese würden dann wiederum 1024 anstecken und so weiter. Ein exponentielles Wachstum. Das Virus würde sich also rasant ausbreiten. Um im Bild zu bleiben, wenn wir den Ballon jetzt loslassen, springt er über die Wasseroberfläche. Wir dürfen also nicht ungezielt lockern.